Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Der gesamte Weltmarkt ist dabei zusammenzubrechen. Wenn du jetzt denkst, Cecil, das ist aber eine Übertreibung, dann kann ich dir nur sagen, Bauunternehmen in China erlauben als Zahlungsmittel jetzt Getreide und Knoblauch. Und wenn du einen Kredit aufnimmst, nimm mal bitte einen Kredit auf, dann geben wir dir auch ein lebendes Schwein. Und du kannst auch ein Auto kriegen, wenn du einen Kredit aufnimmst. Das ist die Realität jetzt gerade in diesem Moment. Der gesamte Weltmarkt ist wirklich kurz vorm Kollaps. Und was hat Europa damit zu tun? Was hat da China mit zu tun? Die EZB hat die Zinsen erhöht. 0,25% auf 0%. Das heißt, vorher, wenn du dir Geld geliehen hast, haben sie dir noch mehr Geld dazugegeben, damit du Geld leihst. Und jetzt haben sie gesagt, nein, das geht nicht mehr, wir müssen unsere Zinsen erhöhen. Das heißt, jetzt kriegst du es nur noch geschenkt. So. Und das machen sie, weil sie Angst haben, dass der gesamte Euro-Crash, dass ganz Europa kaputt geht. Weil in England ist die Inflationsrate schon bei 10% und die Schätzungen sind, dass es auf 18% hochgehen wird, Inflationsrate in England. Es ist zu krass. Was hat jetzt China mit Europa zu tun? Was soll das überhaupt alles? Das erkläre ich. Aber erstmal habe ich ein paar neue offizielle Zahlen. Und bei den offiziellen Zahlen ist es ja so, wenn die aus China kommen, dann denkt man so, oh, da könnte ich jetzt ein bisschen misstrauisch sein. So, und bevor wir diese Zahlen jetzt angehen, und das ist so wichtig, und man muss heutzutage mit den Menschen diskutieren, ob sie sich selber finanziell befreien können. Das Mikrokosmos, also wie viel die einzelne Person selber verdient, dass man das erhöhen kann, damit man nicht mehr mit dem gesamten Weltmarkt mit denen was zu tun hat. Weil wenn du, sagen wir mal, 500 Euro am Tag verdienst, dann ist es egal, ob du davon 100 Euro am Tag verlierst. Aber wenn du nur eine Einnahmequelle hast und, sagen wir mal, ein fixes Einkommen und dann gehen deine Heizkosten 700% hoch, dann hast du ein höheres Problem. Und das heutzutage, man muss die Menschen überreden, dass es da mehr Möglichkeiten gibt da draußen. So, und dafür unbedingt guckt das Video in der Beschreibung, da erkläre ich ganz genau, wie man sich emotional und finanziell befreien kann, weil das ist heute wichtiger als jemals zuvor. So, jetzt geht's los. Und zwar, was sind die offiziellen Zahlen? 25% der Einnahmen, gesamten Einnahmen in China, kommen aus dem Immobiliensektor. Und jetzt muss ich ganz kurz erklären, was ist ein Ponzi-Scheme? Das ist ein Betrugskonstrukt, was darauf basiert, dass immer mehr Leute reinkommen und immer mehr Geld geben. Das heißt, ich sage dir zum Beispiel, hey, gib mir mal 1.000 Euro und du kriegst sicher Ende des Jahres 20% zurück. Und du denkst, ey, krass, bei meiner Bank kriege ich 0,0%, 0,01%. Du gibst mir 20%, das hört sich echt krass an, okay, gebe ich dir. Und ich gebe dir auch die 20%, weil du hast in der Zwischenzeit schon Sabine, Ulrike, Peter und hast deiner ganzen Familie schon erzählt, ey, der garantiert mir 20%, das ist voll krass. Und ich sage, okay, alles klar, gib mir alle euer Geld, gib mir alle euer Geld. Und ich zahle die Leute auch aus, ich zahle denen die 20%, die 20%, die 20%, weil dadurch, dass ich denen das zahle, kommen immer mehr Leute rein und immer mehr Leute wollen mir unbedingt ihr Geld geben, damit ich denen auch 20% gebe. Und wann kommt dieser Betrug erst richtig zum Vorschein? Wann kollabiert er? Wenn die Leute aufhören, mir Geld zu geben. Also wenn jetzt irgendjemand denkt, hey, das ist irgendwie komisch da, ich glaube das nicht und ich will dem kein Geld mehr geben. Und keiner kommt, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Und darauf basiert so sehr viel. Also das kann man so machen, wie ich das gerade gesagt habe. Das sind so verschiedene Varianten davon, wie zum Beispiel bei Celsius. Die haben auch gesagt, Celsius hier, wir geben euch 17%, 12% auf eure ganzen Stablecoins, auf eure Krypto und so. Und dann sind die rausgegangen und haben versucht, noch mehr zu kriegen. Und dann haben die Hebel eingesetzt und so. So, und wenn dann ein Protokoll irgendwo pleite geht, wie Terra, dann kollabiert alles, weil dann ist auf einmal der Hedgefonds mit drin, dann ist Three Arrows Capital mit drin, dann ist Celsius mit drin, dann ist Voyager mit drin und die gehen dann auf einmal alle reihenweise pleite, weil sie den Menschen das nicht mehr zurückzahlen können. So ein klassischer Ponzi-Scheme und das ist das, was in China passiert mit den Immobilien. Also Immobilien ist so groß, dass es 25% der gesamten Einnahmen ausmacht. Es wurde so viele Immobilien da erstellt mit so viel Kredit, dass zum Teil ganze Geisterstädte, also du kannst mal eingeben bei Google Ghost City in China und da wirst du sehen, ganze Städte wurden gebaut und da lebt keiner. Und die mussten wieder gesprengt und abgerissen werden. Das heißt, das ist ja wie ein Ponzi-Scheme, der ist kurz vorm Platzen. Also es ist wirklich extrem, weil jetzt
sind wir schon am Punkt in China, wo die genau sagen, Moment mal, ich will denen gar nichts mehr zahlen. Ich will da gar nicht mehr rein. Und dann können die ganzen Bauunternehmen natürlich nicht die Objekte fertigstellen. Und dann sagen die Leute noch mehr, Moment mal, wir stoppen das Ganze jetzt. So, und das ist der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, wo alles zusammenbrechen kann. So, dass die Menschen sagen, ja, Moment mal, ich zahle nicht mehr. Und jetzt bei Evergrande, die sind mega in den Schulden, da gibt es schon Communities, die sich zusammengetan haben, weil du kannst ja nicht offiziell protestieren in China. Wenn du offiziell auf die Straße gehst und dann zu den Banken gehst und sagst, hey, gib mir mal mein Geld zurück, dann wirst du halt einfach dein grüner Covid-Pass wird umgeswitcht, dann kommst du gar nicht mehr dahin oder wirst abgefangen und wirst einfach weggesperrt. So, das heißt, Militär kommt rein, schlägt dich kaputt, so, und du kannst nicht mehr offiziell protestieren. Deswegen, was machen die Menschen? Die Menschen tun sich trotzdem zusammen und bilden so Gruppen über WeChat und hast nicht gesehen. Und die sagen zum Beispiel, hier, Evergrande, wenn ihr jetzt nicht weiterbaut, wenn ihr uns die Immobilien nicht endlich liefert, dann zahlen wir einfach nicht. Und da gibt es so viele, die jetzt sich zusammengeschlossen haben, die einfach im Kollektiv nicht mehr zurückbezahlen. Was sagen die Zahlen aus? Also 75% des Reichtums der Bürger in China sind in Immobilien, nur 25% in Gold, Aktien, Staatsanleihen und so weiter. 75% in Immobilien. Das heißt, das gesamte Land ist eigentlich aufgebaut auf dem Immobiliensektor. 75% des Reichtums ist in Immobilien und 25% der gesamten Einnahmen des gesamten Landes ist in Immobilien. Und wenn dieser Markt crasht, ist es natürlich extrem schlecht. Was ist passiert? Die Immobilienverkäufe sind 28% runtergegangen. 12% Rückgang im Immobilieninvesting, also die Bauprojekte, die noch erstellt werden müssen. 12% runtergegangen. Und jetzt muss man mal sehen, im Finanzcrash 2008 in den USA, wo die ganze Welt kollabiert ist, da sind die Immobilienpreise nur 20% runtergegangen. Wir sind jetzt schon 10% fast höher in China. So, und zusätzlich kommt noch in China was dazu, dass die Arbeitslosenzahlen der Jugendlichen von 16 bis 24 Jahren auf 19,9% sind. 20% der Jugendlichen haben keine Arbeit. Und wie sind so die Immobilienpreise? In manchen Orten in China dauert es im Schnitt, also wie lange dauert es im Schnitt, dass du deinen Kredit abbezahlt, dass du dann die Wohnung hast? Wie lange dauert es im Schnitt? In Deutschland sind das, glaube ich, so 25 Jahre, da gibt es so eine Chart, in Finnland ganz wenig, Schweden ganz wenig. Je nachdem, welches Land, gehen die Zahlen so hoch. Und China ist aus diesem Chart komplett raus. Da dauert es 146 Jahre, dass du die Immobilie überhaupt abzahlen kannst. Immobilienpreise im Vergleich zu dem Einkommen sind zum Beispiel in den USA 4,5 Mal. Das heißt, wenn du 4,5 mal dein gesamtes Jahresgehalt sparen würdest, was du ja nicht kannst, aber sagen wir, du würdest es, dann würdest du ein Durchschnittshaus bekommen. Also Durchschnittseinkommen, Durchschnittshaus. Du müsstest 4,5 Jahre komplett sparen, ohne einen Cent auszugeben, dann könntest du dir ein Haus kaufen. So, in England ist das bei 8 mal, also 8 mal dein Jahreseinkommen. In Kanada 8,9 mal. In China 38 mal. Du müsstest 38 Jahre keinen Cent ausgeben, damit du dann deine Immobilie hast. Das sind Zahlen, das ist unfassbar. Und jetzt noch zusätzlich zu diesen schon verrückten Zahlen, kommt noch dazu, dass die Bank of America einschätzt, dass 9% aller Bauprojekte gar nicht zu Ende gestellt werden. Also das heißt, erstmal nimmst du Schulden auf für irgendwelche Immobilien, die du sowieso nicht abzahlen kannst, und dann werden auch noch fast 10% gar nicht erstellt. Das ist wirklich Explosionsgefahr ohne Ende. Es wird geschätzt, dass 370 Milliarden nicht zurückgezahlt werden können. So, und mit den Protesten, das ist so krass, es sind insgesamt 380 Bauprojekte, die jetzt betroffen sind, wo die Leute sagen, nee, wir zahlen einfach nicht zurück. Und ich habe schon mal vor, ich glaube, einem Monat, anderthalb Monaten ein Video gemacht über die kleinen Banken, die ja wie so Landesbanken, also so außerhalb der Städte waren. Und eigentlich immer nur Kredite an die Bauern und lokal an die Leute gegeben haben. Aber weil dann alle in China in die Städte gefahren sind oder umgezogen sind, haben sie dann ihr Wirkungsgrad erweitert und auch online angeboten. So, und damit sie überhaupt überleben konnten, haben sie
höhere Zinsen angeboten. Also nicht wie die offiziellen Banken in China, sagen wir mal 1%, da haben sie gesagt, hey, du kriegst jetzt hier bei uns 4% Zinsen, und deswegen haben die Leute gesagt, okay, dann bringe ich da mein Geld hin. So, und die sind auch alle reihenweise jetzt pleite gegangen, weil sie haben natürlich, um diese 4%, genau wie Celsius, auszubezahlen, haben sie natürlich höhere Risiken eingegangen und haben dann mit diesen ganzen Immobilienfirmen Deals gemacht. So, weil die Immobilienfirmen haben gesagt, hey, wenn du uns das Geld gibst, dann geben wir dir voll viel Prozent. Wir geben dir 10%. Und dann sagt die Bank, hey, 10% gibt er mir? Ey, das ist ja voll geil. Dann kann ich ja meinen Leuten 4% auszahlen, habe ich aber noch 6%. So, also das heißt, Risiko hoch 1 Million. Und diese ganzen Banken sind auch mit dem Immobilien, mit den Bauunternehmen verstrickt. Und deswegen, weil es am Kollabieren ist, können die Banken den Leuten das Geld nicht mehr auszahlen. Und die Leute fahren dann dahin, klopfen bei der Bank an der Tür und sagen, ey, hallo, was ist los? Gebt mir mal mein Geld zurück. Und die sagen, nein, wie Celsius, nee, ist jetzt gefreezed, ihr könnt nicht mehr an euer Geld ran. So, dann kommt der Staat rein, kloppt die alle runter, sagt, ihr dürft nicht protestieren. Und dann tun die sich jetzt so zusammen, dass sie sagen, hey, wisst ihr was, lass uns mal zusammentun. Wenn die uns die Immobilien nicht geben, dann sollten wir einfach nicht mehr weiter zahlen. Das ist doch ganz logisch. So, und das ist der Stand, wie es gerade ist. Und da kommt natürlich noch dazu, dass die gesamtwirtschaftliche Lage mit allem, mit Verkäufen, sowieso katastrophal ist in China, weil mit der 0% Toleranz gegenüber der netten Koriander-Geschichte, ja, zerstört man das ganze Land. So, und in dem Punkt sind wir jetzt. Und wie wird das jetzt uns betreffen oder Europa betreffen oder was hat das denn damit zu tun und so? Und da muss man sagen, in dem das US-Bankvermögen 2008 während des krassesten Crashes war 16 Billionen. Jetzt China-Bankvermögen sind 50 Billionen. Damals größter Finanzcrash der Welt, US-Bankenvermögen 16 Billionen, China jetzt gerade 50 Billionen. Das heißt, wie kann das den ganzen Weltmarkt beeinflussen? Natürlich extrem krass, wenn man schon daran denkt, dass im Kryptomarkt so eine kleine war schon eine große, aber dass sowas wie Terra, ne, und der Stablecoin, wenn das kollabiert, dass dann wirklich die ganzen Exchanges fallen. Und wenn man jetzt guckt, dass China die zweitgrößte Weltwirtschaft ist und du siehst ja überall Made in China, die exportieren das in die ganze Welt, ihre ganzen Produkte. Wenn die natürlich pleite gehen, wäre es natürlich schlecht, wenn die ganze Welt weniger Produkte bekommt. Aber auf der anderen Seite haben die 1 Milliarde Menschen. Das heißt, sehr viele liefern auch nach China. So, und wenn die jetzt ein echt krasses Problem haben, was sie ja haben, dann geht das natürlich weltweit runter. So, und was passiert natürlich noch, wenn die ganzen Firmen jetzt alle pleite gehen, wenn die ganzen, ja, Menschen individuell pleite gehen, wenn alles pleite geht, was muss man dann immer machen? Man muss immer die Vermögenswerte liquidieren. Das heißt, wenn die Chinesen zum Beispiel die investieren ja überall weltweit. Sri Lanka zum Beispiel, ich glaube, da die ganze Hafen und alles gehört denen, glaube ich. So in den USA auch sehr, sehr viele Immobilien gehören denen. Dann natürlich Gold, Aktien, Krypto immer noch, so obwohl sie da Krypto verboten haben, sind komischerweise immer noch 20% der Hashrate in China, was Untersuchungen ergeben haben. Das heißt, die haben natürlich sehr viel von allem. So, und wenn die jetzt alles verkaufen müssen, dann kann es weltweit extrem crashen. Und das ist nicht was jetzt von heute auf sofort morgen, hey Cecil, hey, gestern, manchmal habe ich so Videos, da habe ich einen Titel und dann steht da was und dann kommt ein Tag später, ja, aber du hast jetzt gesagt, jetzt ist gecrashed. Ist ja heute noch gar nicht gecrashed. Cecil, das war ja voll falsch, das Video. Sowas dauert. Das passiert nicht heute, nicht morgen, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Nicht gut. Verkaufe ich deswegen jetzt alles, was ich habe? Nein. So, aber ich lasse mein Verdienst, meine Finanz, mein Cash, was ich jetzt bekomme so über die nächste Zeit, halte ich erstmal, ich investiere jetzt gerade nicht. Es kann sein, dass sich das in 2, 3, 4, 5 Monaten ändert. Jetzt in diesem Moment gerade nicht. Und im Endeffekt weiß sowieso keiner, wo der gesamte Markt hingeht. Und ich habe im letzten Video oder vorletzten Video erklärt, dass eine Untersuchung ergeben hat, dass bei 268 Prognosen der Mitarbeiter der Fed, also die Fed, wo die sagen, hey, wir haben richtig Ahnung vom Finanzmarkt,
268 Untersuchungen haben ergeben, dass sie 50% der Zeit recht hatten. Das heißt, du kannst genauso gut einen Coin flippen und es macht keinen Unterschied, weil es weiß einfach keiner. Das ist das Ding im Finanzmarkt allgemein. Aber auf jeden Fall sieht die Gesamtsituation nicht gut aus. Das ist auf jeden Fall keine Finanzberatung, sondern nur das, was jetzt gerade passiert und Entertainment. Und ja, das ist die Situation in China. Ich glaube, ich habe alle Punkte jetzt hier erzählt. Und das Einzige nochmal und immer wieder. Und so viele Kommentare sind, ja Cecil, aber wie kann man denn 500 Euro am Tag verdienen? Sowas geht ja gar nicht. Überleg doch mal, du arbeitest ja bestimmt in einer Firma. In der Firma habt ihr 10 Mitarbeiter. Wie viele Firmen gibt es auf der Welt, die 10 Mitarbeiter haben? Zum Beispiel. So, jeder Mitarbeiter kriegt 3.000 Euro. Das heißt, man muss ja bei 10 Mitarbeitern schon 30.000 Euro im Monat bezahlen. Sonst hat man ja die 10 Mitarbeiter nicht. So, aber wir sind so geschult vom Kindergarten, und das ist extra so gemacht, habe ich schon länger erzählt, wie sie damals die Medizin infiltriert haben und das Schulsystem, dass wir nicht mehr denken können, dass wir selber uns was aufbauen können, was uns zum Beispiel 2, 3, 500.000 Euro oder 2.000 Euro am Tag generiert. Das können wir uns nicht mehr vorstellen, obwohl wir jeden Tag sehen, dass Firmen natürlich viel, viel mehr umsetzen. So, das heißt, die einzige Chance, wir können hier drüber reden, wir können den Bitcoin-Preis angucken, wie er hoch geht, runter geht, wir können die Weltwirtschaft angucken, wird es crashen, ja, dann gehen alle Aktien nochmal von hier aus 50% runter, dann gehen sie irgendwie wieder hoch. Das ist alles nichts, was relevant ist. Das ist nicht relevant, weil wir es nicht beeinflussen können. Das, was wir beeinflussen können, ist zu sagen, alles klar, was, es kommt bald eine Wirtschaftskrise, was, es kommt bald eine Energiekrise, was werden die Menschen denn dann brauchen? Dann brauchen die bestimmt Batterien und Taschenlampen und bestimmt Konservenfutter. Und das Wichtigste ist Toilettenpapier. Das brauchen die richtig krass. Jetzt erkundige ich mal, wo man Toilettenpapier dann beschaffen kann, und dann verkaufe ich Toilettenpapier. So, oder irgendwas anderes. Das ist das, was sie aus unserem Gehirn extra unbedingt rauskriegen müssen, dass wir heutzutage nicht mehr verstehen, dass man alles verkaufen kann. Alles. Das Handy, was ich hier halte, das Kissen, das Bett wurde verkauft, das, was ich hier anhabe, wurde verkauft, die Kette wurde mir zum Beispiel verkauft. Ich habe neulich eine Handyhalterung gekauft, weil ich die brauchte. Die Tür muss gekauft. Alles, was wir sehen, alles, worauf du jetzt sitzt, was du anhast, wurde verkauft. Und es gibt heutzutage egal ob über Dropshipping, man braucht nicht mal mehr Startkapital, egal ob über Affiliate-Marketing, egal ob über E-Commerce, egal ob über E-Book schreiben, egal ob über Infoprodukte, egal über was. Der einzige Weg, wie man individuell da rauskommt, ist nicht zu hoffen, dass irgendein Retter kommt oder dass der Markt dann irgendwann wieder hochgeht, weil ob der Markt hoch oder runter geht, ist für dich egal, wenn du einen Arbeitgeber hast und ein normales Einkommen. Weil alles, was du dann merkst, ist, oh, es wird alles draußen teurer, und habe ich jetzt noch meinen Job oder werde ich gekündigt? So, aber das ist nicht was effektiv ist, wo wir irgendwie uns draus ziehen können. So, und deswegen längeres Video heute, tut mir leid, aber man muss die Leute heutzutage überreden, dass sie da rauskommen. Und ja, Cecil, aber es wird doch überall auf der Welt ganz schlimm sein. Nein, also selbst wenn ein Weltkrieg ist, ist vielleicht in 10% der Welt Krieg oder ist schlecht. So, und in 90% der Welt ist es trotzdem schön. So, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt gerade in der Ukraine lebe oder auf Mykonos. Ich war einen Monat auf Mykonos. Das wäre ein Unterschied. So, und wir müssen selber entscheiden, wie wir uns im Mikrokosmos, uns und unsere Familie, schützen und da rausholen und trotzdem beobachten, was auf der Welt passiert. Das ist das einzige Sinnvolle, was man machen kann. Ich sage es immer wieder, ich sage es jetzt nochmal, aber es ist so wichtig, weil es einfach wichtig ist. Okay, und ich denke mal wirklich, jeder muss das eigentlich verstehen. Ich bin jedes Mal wieder geschockt, aber jeder muss das verstehen. Okay, erkläre ich ausführlich im Video unter diesem Video. Einfach E-Mail eintragen, dann kannst du sofort anfangen zu gucken. Das wichtigste Video überhaupt. Das war es erstmal für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, teilen und schreib gerne Videowünsche unten rein. Und das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil.